Nachhaltiger Tourismus, transatlantische Sicherheitspolitik, zivile Seenotrettung und ein Aktionsbündnis ländlicher Raum. Das waren die Schwerpunkte der Herbstklausur der Freie Wähler Landtagsfraktion in Garmisch-Partenkirchen. Beim Besuch auf der 2050 Meter hohen Aussichtsplattform Alpspix mitten im Zugspitzgebiet diskutierten die Freien Wähler darüber, wie nachhaltiger Tourismus im sensiblen Alpenraum erfolgreich umgesetzt werden kann. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger freut sich über den Tourismusboom im Freistaat, warnt aber gleichzeitig: Wir müssen aufpassen, dass nicht gewisse Hotspots überrannt werden. Stichwort Overtourismus, wie wir sie in einigen Ländern dieser Erde kennen, wo einfach die Einheimischen dann schon auf Distanz gehen und sagen, bitte nicht so viele Fremde, die trampeln uns alles tot und lassen nur Ärger hier. Das haben wir in Bayern noch weit davon entfernt und das wollen wir auch gar nicht entstehen lassen, indem wir eben früh genug die Besucherströme richtig lenken, die Leute richtig informieren, dann auch die touristische Infrastruktur daraufhin ausrichten, viele Gäste bewältigen zu können, von der Hotellerie bis hin zu den Seilbahnen, bis hin zu Tunnels, Straßenführungen und dergleichen. Und indem wir natürlich den Tourismus in ganz Bayern verbreiten wollen, nicht, dass wir überrannte Hotspots haben und 50 Kilometer daneben auch schöne Landschaft, schöne Hotels, aber keiner geht hin, sondern wir müssen ganz Bayern sinnvoll vermarkten und bewerben und die Besucher eben dorthin steuern, wo wir sie brauchen. Bei einem Austausch im George C. Marshall Zentrum für Sicherheitsstudien in Garmisch-Partenkirchen informierten sich die Abgeordneten über transatlantische Sicherheitspolitik und deren Auswirkungen auf die bayerische Exportwirtschaft. Auch die instabile Sicherheitslage auf dem afrikanischen Kontinent und die Folgen für Europa standen auf der Agenda. Ein Kernpunkt, die ungelöste Frage der Seenotrettung. In einem eindringlichen Vortrag berichtete der Gründer der Hilfsorganisation CIEV, Michael Buschheuer, über seine teils dramatischen Erfahrungen im Mittelmeer. Das muss erst einmal verarbeitet werden. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kerstin Radler fasst die Eindrücke der Fraktion zusammen. Menschen, die in Not sind, die eigentlich die einzige Möglichkeit sehen, übers Meer zu flüchten, die müssen in Afrika bleiben können und da auch eine Zukunftsperspektive haben. Das heißt, wir müssen dort Schutzzonen einrichten, wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass Anreize geschafft werden, insbesondere in Marokko, in diesen ganzen Ländern, wo wir auch schon wirtschaftliche Förderung unternehmen, dass Chancen dafür bestehen, dass sie dort bleiben. Nicht nur in humanitären Fragen, auch sicherheitspolitisch braucht es gesamteuropäischen Konsens. Auch deshalb haben sich die Freien Wähler während ihrer Klausur mit ranghohen Regierungsvertretern aus Nordmazedonien und Albanien beraten. Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer, erklärt, warum die EU-Beitrittsbemühungen beider Länder unsere Unterstützung verdienen. Wir wollen keinen Beitritt um jeden Preis, wir wollen aber ganz intensive Verhandlungen. Denn wenn wir nicht ins Gespräch mit Nordmazedonien, mit Albanien treten, dann werden es andere tun. Dann wird Russland, dann wird China sich dort stärker engagieren. Das kann weder im Sinne unseres westlichen Wertebündnisses in unserem Sinn sein, noch mit Blick auf die bayerischen wirtschaftlichen Interessen. Deshalb müssen diese Partner, diese Staaten unsere Partner sein. Und umso mehr fühlen wir uns natürlich auch geehrt, als Freie Wähler Landtagsfraktion drei internationale Minister zu Gast gehabt zu haben auf unserer Klausurtagung. Und das Signal hat auch gewirkt. In Deutschland, in der Bundespolitik, gab es jetzt über Wochen eine Hängepartie zur Frage Aufnahme von Beitrittsverhandlungen, ja oder nein. Hier aus Garmisch-Partenkirchen gab es die klare Botschaft der Freien Wähler Landtagsfraktion, ja zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Für die Freien Wähler war es die erste Klausur mit betont internationaler Ausrichtung. Doch auch regionale Themen kamen nicht zu kurz. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel erklärt, wie ein bayerisches Aktionsbündnis ländlicher Raum, Stadt und Land miteinander versöhnen könnte. Wir wollen im Grunde die Akteure im ländlichen Raum zusammenbringen, eine Plattform schaffen, wo man diskutieren kann, wo man aber auch den ländlichen Raum wieder positiv darstellen kann. Denn durch das Volksbegehren wurde sichtbar, dass es hier Entfremdungen gibt zwischen Stadt und Land. Und diese Entfremdungen, die müssen wir überwinden, denn es ist ein Bayern. Das besteht aus der Stadt und aus dem Land. Und gerade hier wollen wir auch die Landwirtschaft wieder positiv darstellen, weil die hat doch einen Imageschaden erlitten. Und dass man die Leute zeigt, die mit ihrer Händearbeit unsere besten und hochwertigsten Lebensmittel erzeugen, die müssen doch eigentlich irgendwo geschätzt und gewürdigt werden. Streibel zieht eine durchweg positive Bilanz der Beratungen. Nun gelte es, die mehr als 90 Seiten Beschlussvorlagen, die auf der Klausur verabschiedet wurden, umzusetzen. Das wird dauern. Und es ist jede Anstrengung wert.